So, hallo, hier bin ich wieder bei einem neuen Video von mir. Heute fahre ich auf der neuen Map Kleineisern. Ist eine fiktive Map, also eine erfundene, keine reale. Und da will ich euch jetzt einfach mal so zeigen, was es hier so alles gibt. Ich habe jetzt gerade erst gestartet, ich habe die gerade runtergeladen erst. Deswegen kenne ich mich hier noch gar nicht aus. Aber wir gucken einfach mal, was sich hier so alles ergibt. Okay, hier bin ich gerade an. Ich habe ausgewählt den Standort Omnibushof. Ich habe mich ein bisschen gewundert, weil hier kein Hof ist, sondern das sieht mehr so aus wie so eine Haltestelle. Aber wenn man hier guckt, Betriebshaltestelle und so. Aber ja, muss man jetzt mal gucken. Ich fahre jetzt einfach mal. Dann geht's hier rum und jetzt ist hier so eine Haltestelle. Was steht da drauf? Omnibushof. So, jetzt ist hier dann schon mal kein Hilfsfall. Das ist jetzt natürlich ganz toll, weil ich jetzt nicht weiß, wo es hier lang geht. Aber da hinten ist die Map zu Ende, also müssen wir hier lang. Guck mal, hier ist ja ein Verkehr, das ist ja schlimmer als bei mir hier in Köln. Leute, 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 jetzt ist auch hier gut. So. Aber jetzt sind wir an der Artiler Straße Schrägstrich Omnibusbahnhof. Ja, hier das Feld hier direkt neben uns, das ist natürlich ein bisschen arg kahl. Da ist ja gar nichts drauf. Jetzt kommt hier eine Kirche, noch eine Haltestelle. Also die Haltestellen, die sind ja auch ein bisschen komisch angelegt. Da kommt ja alle 5 Meter eine Haltestelle. Ich bin da ein. Also das ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben. Hier schon wieder. Jetzt weiß ich schon wieder nicht, wo ich lang muss. So, haben wir sind denn jetzt hier gelandet? Gar nichts sehen. Ich fahre jetzt einfach mal hier. Ja, also mit den Haltestellen. Also, ich weiß es ja nicht. Wenig seltsam angelegt, aber wir werden jetzt gleich mal schauen, wenn wir eine Linie haben. Also erstmal müssen wir überhaupt gucken, wo wir hier lang müssen. Da kann man uns natürlich erstmal, das ist hier wie so ein Suchspiel. Jetzt ist da hinten schon wieder eine, hier vorne ist wieder irgendwas. Fahr jetzt mal hier lang. Leute, 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 ey. Was ist man denn jetzt hier? Jetzt mal hier lang. Ist das hier eine Ampel oder irgendwas?
fahren auch keine KI-Busse, hier gibt es nur eine Linie. Also eine Linie am Tag. In der Nacht gibt es zwei, das ist ein bisschen seltsam eigentlich. Müsste es umgekehrt sein, nämlich eine Linie in der Nacht und zwei am Tag, weil da gibt es eigentlich mehr los als in der Nacht, aber naja. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir überhaupt hier eine Linie bekommen. Eine Anzeige mache ich mal gerade auf Betriebsfahrt. Das, was ich immer mache, das, wenn das bei euch so stockt, dann seht ihr gar nichts, weil der das nicht einblendet bei euch. Aber keine Sorge, es hängt nicht. Ihr könnt das nicht sehen. Ja, lass mal Betriebsfahrt. So, hier geht's um nicht fuhren. So, jetzt bin ich hier wieder. Und es geht weiter. Ich fahre jetzt einfach mal hier rum, weil da eben alle Autos lang gefahren sind. Fahre ich doch da einfach mal lang. Mal Kickdown rein. Tja. Das ist jetzt natürlich hier der endlose Weg. Kann sein, dass ich hier oben im Kreis fahre. Ich weiß es nicht. Gesetzt. Ich stehe jetzt hier an der Falkenseerstraße. Und wie man sieht, sind ja hier auch Leute. Da oben ist eine Anzeige. Also gucken wir jetzt einfach. Hilfspfeile haben wir hier auch. Also Licht an. So. Dann Türen auf. Gucke ich mal gerade, jetzt könnt ihr wieder nichts sehen. Jetzt gucke ich immer gerade nach einer Tour. Der 250 von der Falkenseerstraße. Ach, genau. So, dann machen wir 250 nach Hennigsdorf. So. Klein Eisern, Henningsdorf. Passt. Ah, da kommen schon die Leute. Abend. Abend. Hallo. Eine Tageskarte, bitte. Hallo. Eine Tageskarte, bitte. So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen Zeit, können wir da oben gucken. 11 Minuten. Hallo. Warm ist es. Da heizt hier ein bisschen an. Oh, ach, da oben ist der Plan. Da gucken wir doch. Also, wir sind an der Falkenseerstraße. Dann geht's Reichkeitsweg, Reichstraße, Rosenweg, Kirchenweg, Janischweg, Lünette, Bernauer Weg, Brixplatz, Schützenstraße, Marienplatz, Malower Straße, Kramstraße, Finkenweg, Rönesstraße, Rönesstraße, Bayernallee, Sorstraße und dann die Endhaltestelle Hennigsdorf. 18:50 soll da. 35 soll da sein. Das wäre 15 Minuten. Das ist ja keine Riesentour. Guten Tag. So, Abend. Hier bin ich wieder und wie man sieht,
30. Wir können fahren. Fahr ich mal die hier ab. Na gut, wie war? Und diese Tür überall hinfährt. Das ist das jetzt hier. Warte. Oh, jetzt kommt. Höchstwahrscheinlich, so wie wir eben schon gesehen haben, alle 100 Meter irgendwie eine Haltestelle, aber so ist, kann man nichts machen. Ah, ich komme zweg. Hallo. Da sind noch sehr viele Leute. Hallo. Also ich mache jetzt ein Video mal wieder, weil die Stimmen Facebook es so ergeben hat. Also ich hatte eine Umfrage gemacht, da hatte ich mehrere Simulatoren zur Auswahl gestellt, wo ich ein Video drüber machen möchte. Oder und dann konnten halt die Leute konnten halt abstimmen. Ja, und dann hat sich halt daraus ergeben, um sie. Nachhinein denke ich, ich hätte schlauer sein können und da einfach um sie nicht dabei rein, also nicht rein in die Umfrage mit einbeziehen müssen, weil ich hatte jetzt so viele um sie Videos, hätte gerne auch was anderes gemacht, aber wie die Leute es halt wollen, ne? Kriegen sie jetzt ihr um sie Video. Aber ist ja jetzt nicht so schlimm. Mache ich demnächst mal ein Video. Ich mache jetzt das Unsinn-Video halt. Und dann mache ich jetzt als nächstes vielleicht Europus. Europus. Euro Truck Simulator UK. Einmal wieder kurz Strecke. Also United Kingdom Truck Simulator. Oder irgendwie World 18 Bulls of Steel Extreme Trucker. Oder so, aber ich werde nach und nach über alle Spiele natürlich den Game Test oder ein Let's Play machen. Und deswegen. So. Der nächste Halt ist der Kirschenweg. 18:38. Ich habe wieder toll hinbekommen. So, der Kirschweg. Also heute ist besonders viel los. Ich glaube, ich hatte von gestern, da hätte ich eigentlich ein Video machen können. Das war dann zu spät. Bin ich in Berlin den Einsatzwagen fahren vom Olympiastadion, weil ja gestern das Spiel war Schalke 04 gegen SV Duisburg und da habe ich den Einsatzwagen vom Olympiastadion Berlin halt gefahren.
daher hatte ich gestern auch besonders viele Leute eingestellt, weil da auch viel echt los war. So, jetzt ist schon wieder eine Haltestelle. Also die Haltestelle, das ist ja völlig übertrieben. Kommt ja schon fast 50 Meter in der Haltestelle. Hallo, aber eine Kurzstrecke bitte. Ebenseits. Abend. Ich gleich mal die Anzahl von Autos und Menschen mal eine unterstellen. Eine Kurzstrecke bitte. Weil das ist ja ein bisschen übertrieben. Der Wagen ist ja schon fast voll. Ich weiß gar nicht, ob auf der Gegenseite, ob hier überhaupt ein KI-Bus oder irgendwie sowas fährt. So, nächster Halt ist dann der Bernauer Weg. Also guck mal, hier sind auch auf der anderen Seite, hier drüben, da auch jetzt viele Leute. Ich weiß halt nicht, ob da noch ein KI-Bus kommt oder so. Wo sind wir denn jetzt? Ja. Bernau Weg. Hallo. Hallo. Ferne bitte. Ich hätte gern eine Kurzstrecke. Hallo. Hallo. So. Jetzt bin ich gleich am Marloer Straße. Hier, jetzt geht das Kopfsteinpflaster. Jetzt sind wir Bauhaus. So. Was ist das denn? Was machen die denn jetzt hier? Wo wollen die denn hin? Hallo. Kurzstrecke. Ja. Okay. Eine so. Tageskarte bitte. So, dann geht's hier geradeaus weiter. Hier ist das. Hier ist so ein geiles Schild. Ich weiß nicht, wo es hier hingeht. Jetzt will ich mal grad gucken. Das ist ein wenig komisch. Einfahrt Bohle parken. Aha. Keine Ahnung, was das ist. Also, sind wir jetzt an der Kramerstraße. Also das Kopfsteinpflaster und so, das finde ich gut. Aber halt, also mit den Haltestellen und so, das ist noch verbesserungsbedürftig. Eine Tageskarte bitte. Jetzt läuft hier so eine Madame durch den Bus. So. So sind wir jetzt. Finken. Bus an der Tankstelle. Guten Tag. Hallo. Eine Kurzstrecke bitte. Guten Abend. Hallo. Über die Leute unterwegs und da steht ein Bus und Tankstelle. Da drüben. So, jetzt wird hier, jetzt biegen wir hier ab. Geht's hier rum?
Bus ist voll, da ist er. Aber so geht's. Und keinen Bus habe ich auch nicht gesichtet. So, jetzt kommen wir wieder auf normale Straße. Jetzt kommt irgendwie keine Haltestelle mehr. Jetzt haben sie irgendwie die Haltestellen alle abgebaut. Oder haben sie vergessen oder was? Hier. Da ist sie. Die Rhöne Straße. Hallo. Eine Kurzstrecke. Hallo. Bitte. Guck mal, ich zwei hätte Zwillinge. Eine so. Geht es hier weiter? Jetzt können wir, glaube ich, in irgendeiner Allee oder wie das heißt. Bayernallee. Die Rhönstraße war zwar auch in dieser Bayernallee. Weil das ja alles die gleiche Straße ist. Aber, naja. Oh, der voll ist, der Bus. Abend. Eine Fahrkarte, die den ganzen Tag gilt. Eine Kurzstrecke. Danke. Abend. Ich hätte gern eine Kurzstrecke. So. Ach, jetzt kommt der dritte Bayernallee. Die Sorstraße. Also, das muss man echt nicht verstehen. Weil es ist ja alles eine Straße. Also, ist ja Allee. Deswegen würde ich sagen, ist eine Bayernallee. Aber, ist ein bisschen seltsam. Aber wenn das so ist, kann ich es auch nicht ändern. Ist ja Wahnsinn, was die Leute ausschauen. Was wollen die denn an der Sorstraße? Tja. Ah, der Endhaltestelle, Henningsdorf. Oh, da wollen aber viele Leute. Ist jetzt so das letzte Kaff? Oh, das ist ein schlechtes Pferd, ja, Leute. Ja, komm, reg dich auf. Eine Öde hier, da wollen die alle hin. Was wollen die denn hier? Das sind ja so viele Leute, da ist ja der ganze Block da. Das ist heftig. Auch das verschwinden, sie werden unsichtbar. Ich stelle mal gerade auf Betriebsfahrt wieder. Tja. So, das war mein Test von der Map Klein Eis, wie heißt sie denn jetzt? Klein Eis. Und hoffentlich hat euch das Video gefallen. In den nächsten Tagen oder nächste Woche, irgendwie am Wochenende, höchstwahrscheinlich werde ich dann ein neues Video machen. Aber, auf jeden Fall nicht von Opsi, weil da habe ich jetzt schon so viele Videos gemacht. Bisschen Abwechslung muss ja sein, deswegen. Also,
nächste Woche neues Video von irgendeinem Simulator, auf jeden Fall nicht irgendwie. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr wieder zugucken würdet. Okay, dann sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.